Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer neuen Folge im LS23 auf der schönen Karte Emberstone. Ja, wie ich es schon angekündigt hatte in den letzten Folgen, möchte ich gerne ein neues Projekt starten. Und das heißt Holzfällen. Das heißt Holzbearbeitung. Sprich, wir wollen uns heute in der Folge ein Bäume, also Holzvollernter kaufen, mit dem man hier im LS23 die Bäume fällen kann. Dann müssen wir mal gucken, ob wir noch ein Transportfahrzeug bekommen, weil man kann keinen Anhänger nehmen, sondern man muss ein Fahrzeug kaufen. Da habe ich gerade schon mal im Shop geguckt. Ich glaube, wir schaffen es heute mit dem Geld, was ich erwirtschaftet habe, leider nur den Ernter zu kaufen, den Harvester und die Stumpenfräse, weil im LS23 ist das so, wenn man die Bäume gefällt hat, dann nimmt man sich die Stumpenfräse und dann kann man damit den Stumpen wegmachen und dann wird automatisch ein neuer Setzling gepflanzt, da wo die alte, wo der alte Baum war. Wenn man natürlich irgendwo am Feld den Baum nicht mehr haben will, der vielleicht im Weg steht oder so, dann kann man das einfach, also nimmt man einfach die Fräse nicht. Und dann wächst an der Stelle auch kein neuer Baum. Sonst kann man das aber so machen, alles was man gefällt hat, mit der Stumpenfräse entfernen. Und man kann dann irgendwann wieder neue Bäume ernten. So, jetzt habe ich den kleinen Mistanhänger für unsere Olivenplantage mal abgestellt. Den brauchen wir gerade nicht. Jetzt fahre ich mal zum Händler. Stell den kleinen Trecker mal hier ab. Vielleicht ist der ausreichend für die Stumpenfräse, weil die anderen beiden Trecker sind gerade zur Zeit am Gülle streuen und am Pflügen für die neue Saat. Deswegen kaufen wir jetzt erstmal den Ponce Cobra für 445.000 Euro. Und dann brauchen wir den Rottner eigentlich noch, der hier neben. Der kostet auch 350. Das werden wir nicht mehr schaffen. Das wird dann, denke ich mal, im Laufe des Jahres wird das klappen, dass wir das Holz dann einsammeln können. Aber heute wollen wir uns erstmal mit der Stumpenfräse, die kostet 27.000. Das geht noch. Die kaufen wir schon mal. Und die Cobra kaufen wir uns. So, und dann ist auch das hart erarbeitete Geld nicht ganz weg, aber wir brauchen auch immer was für den Dünger und für die, ja, für Kraftstoff und so. Der hat auch nur noch 12%, deswegen braucht man immer ein bisschen Geld, sonst kann man nämlich irgendwann nicht mehr spielen, wenn man kein Geld mehr hat. Weil Kredite kann man sich hier nicht holen, deshalb, wir gucken jetzt mal, ob wir die Stumpenfräse hier an den kleinen Landini ranbekommen. Das wäre doch eigentlich schon eine gute Geschichte. Ja, also das finde ich, ist bei dem kleinen Trecker eigentlich ganz manierlich. So, der ist auch gleich fertig, aber jetzt fahren wir erstmal. Man fährt den, glaube ich, so rum, ne? Auch irgendwie komisch, dass da der Arm die ganze Zeit vorne hängt. Gut, im LS22 habe ich es auch schon mal probiert. Da ist aber die Steuerung echt krass, finde ich. Ich würde sagen, wir fahren erstmal mit der Innenansicht mal in Richtung Hof. Denn da habe ich eigentlich gedacht, da können wir mal ein paar Bäume entfernen. Ja, sieht ja auch ganz manierlich aus von innen, ne? Wenn man so guckt. Also finde ich jetzt nicht so schlimm. Ist ganz witzig. Ja, wir fahren jetzt mal zum Hof und da werden wir mal ein paar Bäume entfernen. So rundherum um den Hof. Bei dem einen oder anderen Feld sind doch viele Bäume. Da können wir einfach mal ein paar wegmachen. Und dann schauen wir mal, wie das dann gleich aussieht.
schönes Fahrzeug. Ja, wie immer gilt, wenn euch die LS23 Videos von mir gefallen, lasst doch bitte einen Daumen hoch da. Abonniert kostenlos den Kanal, damit er weiter wachsen kann. So, jetzt sind wir gleich angekommen. Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, aber ich denke, wir werden die Bäume. Ja, wir fangen einfach mal hier direkt am Hof an. Ich glaube, diese können wir nicht wegnehmen hier. Wenn dir das Grundstück, glaube ich, nicht gehört, das weiß ich nicht. Das könnte man eigentlich mal ausprobieren. Wenn man hier an so einen Baum ranfährt, der. Nee, die auf der linken Seite nehmen wir nicht. Das nicht, dass das nachher noch auf unsere Geräte fällt. Wir probieren mal diesen Baum hier aus. So, fahren wir mal ran. Kann man das Gerät bestimmt noch mit R und A ausklappen? Das kein Baum zum Fällen. Ach so, man muss da direkt ranfahren. Okay. Da bin ich mal gespannt. Ah, guck mal, die kann man ja zum Beispiel nicht fällen. Nicht. Wer weiß das, wenn das jetzt nicht klappt. Wenn ich jetzt keinen Baum finde, schreibt doch mal in die Kommentare, wo dann Bäume sind, die man fällen kann. Wir probieren nochmal den hier aus gleich da vorne. Ich weiß ja, dass jemand von meinen Abonnenten, glaube ich, denke ich mal, sein Abonnent ist, schon so einen netten Kommentar geschrieben hat, der hat schon mal Bäume gefällt. Oh, jetzt das geht. Guck mal, da wird es angezeigt. Das ist ja schon mal gut. Dann nehmen wir doch den, ne? Glückwunsch, du hast deinen ersten Baum gefällt. Wenn du den Stumpf entfernst, wird an gleicher Stelle ein neuer Baum gepflanzt. Donnerwetter! Der erste Baum im LS23. Wahnsinn! Ach, guck mal, dann werden da gleich daneben die Stämme gelagert. Das sieht doch manierlich aus. Das gefällt mir schon mal gut. So, also mal ein bisschen. Guck mal, nehmen wir mal diesen kleinen hier noch. Wenn der auch geht. Ich denke mal, der. Oh, ne, der geht auch. Guck, ich habe jetzt gedacht, ich hätte jetzt gedacht, der ist zu klein. Der geht auch. Guck, dann fahren wir doch nochmal hier hin. Weil die sind manchmal ein bisschen stör. Alter. Voll über den Baumstumpf. Die da sind ein bisschen störend, finde ich, weil. Ja, manchmal kommt man da mit dem Mähdrescher so gegen. Obwohl, wenn der Stumpf. Man kann die ja nicht weiter runtersetzen. Kann man ja nicht. Ach, warum speicherst du jetzt? Weil ich A gedrückt habe. Der kann sicherlich keinen Helfer machen. Wie willst du das machen? Kannst ja sicherlich nicht mit dem Helfer bedienen. Oder die Helfertaste ist das. Man kann den ja auch nicht weiter runtersetzen. Das heißt, er macht immer den gleichen. Ah, guck mal, da wird jetzt ein roter Ring. Da geht's nicht. Das ist ja schon mal sehr interessant. Ja, also man muss echt so fahren, dass man guckt, dass man einen Baum erwischt, wo grüne Ringe sind. Ich kann mir vorstellen, diese kleinen hier. Ich weiß nicht, ob das womit das was zu tun hat mit der Dicke. Aber die gehen komischerweise wieder. Ich glaube, die ganz dicken Bäume, die kann man irgendwie nicht fällen. So, das haben wir jetzt schon mal gemacht. Jetzt hole ich mal den kleinen Landini. Ist der hier auch fertig oder wie? Der da wieder was ausgelassen hinten. Merkwürdig. Wir setzen den nochmal hier hin. Kann der hier nochmal ein bisschen hoch und runter fahren, ne?
So. So, jetzt kannst du dich ausklappen. Wir fahren jetzt schnell mit dem Landini und dann wollen wir das ja mit der Stumpenfräse nochmal ausprobieren. Da bin ich gespannt, weil ja, ich glaube, man kann die Bretter dann, ne, die Bäume dann zur Schreinerei bringen. Weiß ich halt auch nicht, ob das schlau ist, dass man die kauft, weil dann hat man natürlich die. Werden daraus, glaube ich, Bretter gemacht und dann gibt es noch eine Möbelfabrik. Aber das habe ich, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich glaube, man muss erstmal einiges an Holz fällen. Damit sich das auch lohnt, irgendwas zu kaufen, denke ich. Also werde ich mir noch mal, das werde ich noch mal ausprobieren. Aber erstmal müssen wir wieder ein bisschen Geld verdienen, um uns den Holztransporter kaufen zu können. Sonst können wir hier eh nichts machen. Wo war denn der erste jetzt? Ah ja, hier um die Ecke. Ist schnell mal durchs Gebüsch gefahren hier. Da fängt ja, kommt ja der erste. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir. Da ist ja der erste Stumpen. Mal gucken, wenn man den jetzt da jetzt so rüberfährt. Ja, wie man sehen kann, ist erstmal alles weg. Das finde ich ja gut. Ja, so sieht's aus. Das finde ich ja schon mal ganz praktisch. Ja, irgendwann, ich meine, Bäume wachsen langsam, das weiß jeder. Ich weiß nicht, wie das hier im Spiel ist, wie schnell oder wie realistisch die das gemacht haben, dass sich hier, dass da mal neue Bäume kommen, weil irgendwann, ich meine, gut, hier sind genug Bäume. Ich weiß halt auch nicht, das werde ich nochmal ausprobieren, ob man einfach auch woanders an Feldern, die einem nicht gehören, auch einfach Bäume fällen kann. Das weiß ich halt nicht so genau, aber das werde ich noch herausfinden. So, was ist hier los? So. Dann würde ich sagen, liebe Zuschauer, das war es erstmal wieder für heute mit einer neuen Folge. Wir haben erfolgreich Holz gefällt und haben die ersten Stumpen gleich weggefräst. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer nächsten Folge. Denke ich mal. Mit der Holzabfahrt. Oder mit irgendwas anderem. Das weiß ich noch nicht, ob ich das geldlich so hinbekomme, dass wir so schnell Geld verdienen, dass wir die 350 oder wie viel tausend das auch immer waren, zusammenbekommen. Also, tschüss und bis zum nächsten Video.